Heute ist Mittwoch und das heißt, es gibt ein neues Video für euch in der Rubrik Wie mache ich DJ-Übergänge? Wie bekomme ich eine coole Transition zwischen Hip-Hop und House hin? Diese krassen Sprünge zwischen 100 BPM und 128 BPM. Das Ganze nach dem Intro. Viel Spaß! Tja, wie ich dieses am Mischpult wirklich mache, brauche ich euch heute gar nicht zeigen. Denn das Ganze funktioniert genauso wie letzte Woche. Ihr macht einen ganz normalen Standardübergang. Nur halt mit den richtigen Liedern. Oder mit dem Mikrofon. Mit den richtigen Liedern heißt, es gibt sogenannte Transition Tracks, die mit 100 BPM anfangen. Und in der Mitte auf 128 oder 125, je nachdem wie dieses Lied ist, wechseln. Ihr könnt so welche Lieder auch selber bauen, wenn ihr ein bisschen mit FL Studio oder euch mit Logic auskennt. Ihr baut einfach den Hip-Hop-Track vorne hin und macht zum Beispiel, nehmt euch dann auf der anderen Seite noch ein Mashup mit dem gleichen Lied und baut diese beiden zusammen, so dass am Anfang das Original Hip-Hop-Lied läuft mit dem Hip-Hop-Intro. Und am Ende habt ihr dann den House-Track mit dem House auch Ende. Das heißt, ihr habt am Anfang 100, 105 oder weniger oder mehr, je nachdem, was ihr euch baut. Und am Ende habt ihr 128 oder sogar 150, wenn ihr hochgeht bis auf Hardstyle. Ihr müsst ja nicht unbedingt nur zwei Drops in einem Lied drin haben, sondern könnt auch drei drin haben. Fangt bei 100 an, geht hoch auf House und geht dann nochmal hoch auf einen Hardstyle-Drop. Warum eigentlich nicht? So, und falls ihr das mal nicht dabei habt oder es bei irgendeinem Lied nicht richtig funktioniert, und ihr seid im Club und möchtet einen Übergang machen von Hip-Hop, Ey Macarena auf Culture Candela mit Monster. Nehmt das Mikrofon in die Hand, animiert die Leute und redet ein bisschen dazu. Damit kriegst du wirklich jeden Übergang hin zwischen jedem Lied, auch wenn das Lied mal kein Intro oder Outro hat. Mikrofon, reden und dann hast du auch einen Übergang gemacht. Und wie machst du deine Übergänge? Schreib's doch mal in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Seed und ich freue mich auch drauf, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Oder um die nächste Episode nächsten Mittwoch nicht zu verpassen, abonnier doch diesen Kanal. Mein Name ist Seed jetzt wirklich und bis morgen.